auch immer sie sind und woher sie auch kommen, ob sie vertraut sind mit der Sache des Glaubens oder sich in diesem Jahr fremd damit fühlen, sie sind willkommen. In Jesus Christus begegnen wir der Liebe, die das Leben schuf und das Licht. Hell wie der Stern, klar wie das Leuchten der Engel, steht diese Botschaft über uns und unserem Leben. Amen. Still war es in der Nacht, als Maria und Josef ihn das erste Mal sahen, weich und zart. Still war es in der heiligen Nacht, als Hirten, Engel, Könige, Weise dann wieder auf ihren Feldern, in ihren Himmeln, Palästen, fernen Ländern waren. Still werden wir. Die Unruhe lassen wir nun draußen. Wir nehmen uns Zeit für uns und für die Botschaft von Weihnachten. Lasst uns im Gebet beieinander sein. Großer Gott, klein wirst du wie ein Kind. Mensch wirst du wie wir. Was wir dieses Jahr nicht vorbereiten konnten, überlassen wir dir, Gott. Versöhnende Worte, ein Herz voller Freude. Gott, du kommst zu uns. Du bist das Geschenk, das fehlt. Du bist das Wort, das uns befreit. Komm und erfülle uns mit deinem weihnachtlichen Frieden. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn. Amen. Die Nacht ist kalt. Nun bin ich 70 Jahre alt und hab mein Lebtag nicht verspürt, dass mich solch Schauer angerührt. Ich fürchte mich. Diesen Satz hätte ein Kind als Hirte sprechen können in einem unserer Krippenspiele in unseren Kirchen. So hat es vielleicht ein Hirte gesagt in der dunklen, kalten Nacht, sitzend am wärmenden Feuer, als die Engel hell strahlend vom Himmel herab sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Es ist kalt. Wir verlieren uns wie ein verlorener Hirte. Verlieren uns in dieser Zeit. Nichts ist so, wie es war, nicht einmal an Weihnachten. Kalt war es im Stall, so stell ich's mir vor. Kalt wie in unseren Kirchen. Es ist kalt draußen in der Winterzeit, zur Weihnachtszeit. Mitten im kalten Winter blüht das Blümlein, das so lieblich duftet, so klein mit seinem hellen Schein, die Finsternis vertreibt's. Wahr Mensch und wahrer Gott hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. Es ist kalt. Wir verlieren uns wie ein verlorener Hirte. Erleben Distanz. Distanz statt Nähe. Wie kann die hochbetagte Mutter ihr Kind endlich wieder einmal in die Arme schließen? Wann? Hoffentlich bald. Weihnachten. Schnell tauchen wir ein in die uns vertraute Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, schnell vergegenwärtigen wir uns die aktuellen Meldungen zu den nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Wir wissen um die Distanz, die uns schützt. Ich will hinschauen auf das, was davor geschehen war in unserer uns bekannten Geschichte. Bevor die Verheißung sich erfüllt hatte. Will verstehen,
was sich wie in Bewegung gesetzt hat. In eine Bewegung, die eine Beziehungsgeschichte ist. Eine Geschichte, die von Nähe und Distanz handelt. Von Entscheidung und Rettung, wo ein Kind am Ende gewärmt wird. Wo wir wissen, wie diese Geschichte am Ende ausgeht und gleichzeitig einen Anfang findet. Wir hören aus dem Matthäusevangelium im ersten Kapitel die Geschichte, wie sie überschrieben wird. Die Geburt Jesu geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Der Text erzählt nicht von Maria, wie sie denkt und fühlt, aber dass sie sich für eine besondere Schwangerschaft entscheidet. Das spricht für sich. Josef, der mit Maria verlobt ist, er trifft auch eine Entscheidung. Und mit dieser Entscheidung wird eine entstandene Distanz aufgehoben. Eine heilvolle Geschichte rückt in den Mittelpunkt. Gott kommt uns ganz nah. Aus der Kälte der Nacht wird ein neuer Tag, der aus allen Nöten heraus rettet. Es ist kalt. Wir verlieren uns wie ein verlorener Hirte. Wir wussten in diesem zu Ende gehenden Jahr nicht, wie wir Weihnachten feiern würden. Der Wunsch nach Nähe, Wärme und Gemeinschaft, er ist gleichzeitig eine große Sehnsucht, die in uns wohnt, die nach der Erfüllung der Verheißung ruft. Nach der Verheißung von der Geschichte der Geburt Jesu, dass ein Blümlein aufgeht, mitten im kalten Winter. Wir mittendrin, hin und her gerissen, durchgerüttelt von einem kleinen Virus, das so vieles verändert hat. Entschlossen die einen, Gottesdienste zu feiern, zu besuchen, zögerlich die anderen, die Gottesdienstorte, die Kirchen nicht aufzusuchen. Wie erleben wir die aktuellen Maßnahmen? Wie hören wir diese Geschichte aus dem Matthäusevangelium von Nähe und Distanz an diesem Weihnachten in diesem Jahr? In Distanz haben wir uns geübt. Distanz müssen wir weiter zueinander halten, damit am Ende der Pandemie wieder Nähe sein kann. So wie sie zwischen Maria und Jesus sein konnte. Und Josef? Josef gedachte, Maria heimlich zu verlassen, so haben wir gehört. Und am Ende? Da ein glückliches Ende, vorerst. Und wir hören, er gab ihm den Namen Jesus. Jesus, Gott rettet, rettet von Sünden. Ein glückliches Ende. Ohne kitschiges Happy End. In unserem Evangelium sieht Josef den Engel im Traum. Er lässt sich von dem Engel berühren. Er entscheidet sich,
wird belebt durch den Engel, der die Geschichte in eine ganz andere Richtung lenkt. Engel begegnen Menschen. Menschen suchen Trost, Begleitung, Ermutigung und hoffen auf Engelworte. Engel, sie stehen für Schutz. Sie kommen in Träumen vor. Engel können die menschlichen Herzen und Sinne erwärmen. Nähe wärmt. Distanz lässt uns frieren. Josef hatte nachgedacht und er rang mit sich selbst. Allzu menschlich dieses Nachdenken. Was geht und was kann ich verantworten? Liebe, sie verlangt Nähe. Aber Distanz, sie schützt auch. Zu Josef kam damals ein Engel. Der Engel hat ihm erklärt, wie er ein gutes Verhältnis von Nähe und Distanz zu Maria finden konnte. Gott schickt auch uns seine Engel zu Weihnachten. Sie kommen jedes Jahr. Mit ihnen kommt die Botschaft von der Geburt Jesu. Gott kommt uns Menschen nah. Gott selbst wird Mensch. Gott wird in uns geboren. An Weihnachten zieht Gott in uns ein, in unsere Herzen und Sinne, auch in die Herzen unserer Lieben. Gott wohnt in uns. Damit überwindet Jesus die Distanz zwischen uns. Josef jedenfalls, er bestimmt das Verhältnis von Nähe und Distanz neu. Er entscheidet sich für Maria. Es wird zwar nicht berichtet, aber die selbstständige und mutige junge Frau Maria entscheidet sich offensichtlich auch für ihn. Die beiden entscheiden sich füreinander. Das Thema Nähe und Distanz allerdings bleibt auch bei ihnen. Nähe und Distanz bleiben uns Menschen als Aufgabe, gerade mit den Menschen zusammen, die wir lieben. Aber seien wir sicher, Gott ist mittendrin dabei. Und manchmal hilft ein Engel, um die nötige Nähe und Distanz zu halten. Am Ende des Krippenspiels, da hätte es aus dem Munde eines Kindes als Josef heißen können: Nicht uns allein ist dies Kind geschenkt, auch euch, denen das Herz es lenkt. Es verwandelt in Hoffnung all unsere Not zu Gottes Liebe und Gottes Gebot. Unsere Sorgen und unsere Bitten für uns und für andere bringen wir vor Gott. Gott, wie mit leeren Händen stehen wir da. Unsere Herzen dagegen sind gefüllt, voller Erinnerungen und Wünsche. Vieles darf nicht sein, dürfen wir nicht miteinander teilen. Umarmungen, einen gedeckten Tisch für alle, die an ihm Platz hätten. Gott, du bist Mensch geworden. Klein und zerbrechlich, wie Menschen sind, voller Sehnsucht im Herzen und voller Hoffnung. Danke für die kleinen Momente, im Kerzenschein, am Tannenbaum. Ein Kuss, ein ehrlicher, liebevoller Blick. Danke, dass Kleines mit dir riesengroß sein kann. Mach deine Liebe in uns groß und segne uns an diesem Weihnachtsfest. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse dich leben in seinem Wohlgefallen. Er lege die Weihnachtsfreude in dein Herz. Gesegnetes Christfest. Amen.